Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir hier in dem Gebiet mal haben wir hier Backtracking so gesagt betrieben und haben hier schon einen Haufen Zeug gesammelt. Da machen wir heute ein bisschen weiter. Schön, dass wir eventuell dieses Gebiet fertig machen. Aber Eierwildern habe ich absolut keine Ahnung, was die meinen damit, ne? So, ich muss da ganz hoch. Muss ganz hoch dafür. Ist da irgendwas unterwegs, was ich mitnehmen kann? Nope. Hab schon alles mitgenommen. Was geht? Ich wollte letzte Folge eigentlich das Grab, was wir noch nicht abschließen konnten, machen. Aber dann ist mir aufgefallen, hoppala, ich bin im falschen Grab. Das heißt, wir haben das Grab immer noch offen. Aber vielleicht machen wir es im Laufe dieser Folge. Aber das, wir können ja Schnellreisen machen. So. Muss ich das mit dem Seil da drüben machen, hä? Ah, was haben wir denn hier, meine Freunde? Seht, seht und staunet. Eine weitere Statue. Wie zum Geier komme ich da drüben nochmal hin? Und von hier? So vielleicht? So. Einfach hier hoch. Einfach hoch. Ich wollte gerade sagen, dass hier die Hauptstory angeht, aber egal. Nochmal den Geocache jetzt. Schon wieder vorbeigelaufen, als ob. Zum Geier komme ich da am besten hin. Absolut keine Ahnung. Der ist da, obendrauf. Da hochzukommen ist nicht schwer. So. Alle Geocaches in diesem Gebiet. Na, doch nicht. Ah, hier oben. Hier oben ist noch einer. 34% Story wahrscheinlich, glaube ich, abgeschlossen steht da. Oder insgesamt Gaming. Mal schauen, ob ich hier jetzt den richtigen Weg finde. Ich glaube nämlich nicht. Wie zum Geier komme ich da hoch? Wie zum Geier komme ich da drüben hoch? So. Naja. Dann halt nicht. So, hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Und hier hoch. Hier hin anzünden. Dann kaputt machen. Ich muss irgendwie diese Dinge hochklettern können.
Aha, was haben wir denn hier? Und jetzt hat sich auch mein Problem gelöst, wie ich da hochklettern kann. Obwohl, okay. Hat schon gemacht, alles klar. Dann hier hoch. Hochklettern. Aber dass man in diesem Game so viel Backtracking betreiben muss, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Man sieht da wenigstens, hier sieht man wenigstens, wenn was abgefackelt ist oder zerstört wurde. Also hier merkt man, dass die Story Einfluss auf das Gebiet hat. Das Flugzeug zum Beispiel. Hier muss man nicht zurückkommen und alles sammeln, man kann. Dieses Tagebuch, wo ich die Schrotflinte für brauche. Königin, wie ich nun hier stehe, leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch. Okay. Heißt es dann eigentlich auch, dass er noch lebt? Vielleicht einer dieser Onis ist, die wir hier rumlaufen sehen? Weil das sind ja Yamatais Waffen. Wachen. Waffen. Ja, wie man es sehen will. Waffe, Wache. Das Gleiche. Fast das Gleiche. In diesem Gebiet haben wir fast alles. Da fehlen zwei Dokumente. Einmal hier und einmal da hinten. Ich muss an irgendein Lager kommen. Damit ich hier eine Schnellreise rüber machen kann. Um die zwei Sachen zu sammeln. Erstmal gucke ich mich, ob hier irgendeine Statue ist, die ich anzünden kann. Ah. Das ist schon krank. Und was ist diese letzte Eierkacke da? Das verstehe ich noch nicht. So. Was ist da auf diesem Dach eigentlich? Was ist hier auf diesem Dach? Warum kann ich das kaputt reißen? Oh, ich kann es gar nicht kaputt reißen. Schade. Schade. Moment, dann muss ich hier rein, weil da ist ja was. Sagt Lara was dazu? Nein. Sie sagt nichts. Aber kann ich auch verstehen. Sie gibt sich ja immer noch die Schuld, als wäre das Flugzeug wegen ihr abgestürzt. So, da können wir... Moment. Moment, Lager? Ich dachte, ich kann auch zu diesen Feuerstellen reisen. Dann reisen wir halt hier runter. Dann reisen wir zum Grab jetzt halt. Ist ja nicht mein Problem. Ist ja nicht mein Problem dann. Wir müssen dann irgendwie schon, dass wir da hoch wiederkommen. So. So, in diese Richtung. Hier fehlt Dokumente, zwei Stück. Geocaches fehlen auch noch. So. In die Richtung, glaube ich, war es. Ja, da hinten ist es ja. Ich hoffe, jetzt kann ich dieses Grab endlich lösen. Danke, dass du mir Bescheid sagst, dass ich dieses Grab jetzt betrete hier.
Und ich habe gerade schon wieder mein Mikro geschlagen, Alter. Das passiert gerade sehr oft in den letzten Tagen. Hoffe, ihr habt keinen Schock oder so bekommen, weil es auf einmal laut wurde. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich höre meistens nie was raus. Weil ich die Stellen meistens nie finde beim Schnittprogramm. So. Okay. Ja, wir müssen hinten immer noch was anzünden. So. Stimmt. Ich weiß halt nur nicht, wie wir dann da hier hochkommen eigentlich genau. Wir müssen da immer noch eine Säule anzünden. Und zwar die hier. Aber wie zum Geier schaffe ich das? Lass mich verarschen. Das kriege ich immer noch nicht hin. Echt jetzt, Mann. So. Wie zum Geier kriege ich das hin? Wie kriege ich das hier weg? Wenn das weg ist, dann kann es da ganz safe leicht hier hinterkommen. So. Kriege ich das nur hin? Lever hier hoch. Ich muss irgendwie schauen, dass das kaputt geht. Und wieso kann ich das Lager immer noch nicht fertig abschließen, Alter? Ja, dieses Grab. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Ja, ich habe aber noch keine Ahnung, wie. Und ich habe gehofft, dass wir jetzt endlich durchkommen hier. Komm mal da, echt jetzt. Mann! Egal. Dann halt nicht. Dann halt nicht, meine Freunde. Und kann ich von diesem Lagerfeuer jetzt eigentlich reisen zu dem anderen Lagerfeuer? Damit es wenigstens nicht ganz verschwendet weiß. Aber was brauchen wir hier? Irgendwas Explosives oder was? Da muss ich tatsächlich jetzt gleich die Story weitermachen. Naja. Nicht am Lagerfeuer schon vorbei. Ne, ich glaube eigentlich nicht, ne? Lara? Doch, hä, ich bin schon vorbei. Willst du mich verarschen? Kumpel, ich wollte doch ans Lagerfeuer rangehen, um zu schauen, ob ich mich an dem teleportieren kann. Oder ob das nur bei außerhalb geht. Weil ich möchte mich gern zu einem bestimmten teleportieren. Aber das scheinbar funktioniert nicht. Mann. Komm schon, Game. Okay, hier ist nicht mal ein Lagerfeuer. Bin ich hier schon wieder durch? Mann. Egal. Interessiert mich jetzt gerade eher nicht. So. Einfach durch, einfach durch.
Da, hier bist du. Da ist der Geocache. Da ist ein Lager. Aber erstmal muss ich wieder muten. Niesattacke mal wieder. Okay. Dann. Schnellreise. Wieso kann ich mir nicht zu diesem Dreckslagerfeuer porten? Moment. Lagerfeuer, ich Depp. Lagerfeuer. Ist ja hier oben eins. Naja. Erstmal sammeln wir hier alles. So, unten. Ja. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Bei mir vibriert das gerade übelst. Ach, da unten. Dann ist das wohl eine Replik. Na dann. Ja dann. Ab zum Lagerfeuer. Wenn ich mich an dem nicht teleportieren kann, dann lasse ich einen Besen. Ja moin. Okay. So, anzünden hier. Zum Geier komme ich da hoch. Wie zum Geier komme ich da hoch? Moinsen, Alter. Ah, ich glaube, ich hab's. Mal hier was. Da unten sehe ich auch was. Totem zerstört. Und Schatzkarte hier. Jetzt haben wir hier alles. Danke. Geocaches sind hier unten auch. Zwei Stück. Ja, da hinten, okay. Okay, da ist was zum Anzünden. Ich weiß, dass ich gerade sehr oft diesen Ding hier benutze, aber es hat auch einen Sinn. Dann finde ich alles viel einfacher. Zum Beispiel diese Dämonendinger da. Ja, diese Totems. So, jetzt da. Dämonendinger. So. Das zünden wir auch mal an. Gut, gehen wir hier hoch. Und hier. Geocache. 25%. Erst von einem Geocache, das ist okay. Naja. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay. So, dann schauen wir mal hier hinter. Alter, hier ist echt dunkel, ne, in diesem Gebiet hier.
Hätte gehofft, dass es besser wird hier. Allein weil es da vorne Tag ist eigentlich, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Und hier ist einfach arschdunkel noch. Okay. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Okay, Whitman, der ist schon irgendwie... Okay, ich nenne es jetzt mal. So. Alles klar. Alles klar. So, kann ich hier schnell Reisen machen? Verstanden. Kann ich nicht. Ach, fuck. Aber naja. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Und in der nächsten Folge starten wir hier unten, dass wir die Geocaches hier sammeln können und... gehen dann wieder zurück zur Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.